So, jetzt Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem Spezialvideo mit einem Special Guest, der Ördel. Hallo Leute, wir spielen heute zusammen Garry's Mod, eine Horrorkarte. Aha. Todeshaus, bitte. Langweilig. Klingt schon mal. Langweilig, hier die ganzen Geräusche. Pille-Palle. Ist total lächerlich, dass wir die ganze Zeit schon hier Schreie im Hintergrund hören Leben. Und uns einpissen. Oh ja. Ich meine, das sind irgendwelche Kinder, irgendwelche Gören, die da rumschreien. Und hat uns ja eigentlich nicht zu gruseln, ne? Nee, ich meine hier. Ach, Blödsinn, du darfst auf jeden Fall vorgehen, komm. Naja, ich gehe schon gleich vor, vielleicht noch hier ein paar Anmerkungen zu den Sachen an der Wand. Also, Lautstärke hoch, dann wird's besonders gruselig. Wir können anscheinend die Map nicht komplett einzeln erleben, das heißt, wir werden vielleicht getrennt oder sowas, erfahren dann jeweils andere Teile, weil hier steht, dass man es mehrmals spielen muss, um alles mitzukriegen. Also mal gucken, wir haben anscheinend Möglichkeiten, irgendwie verschiedene Wege zu gehen. Und man soll es mit Freunden spielen. Yo, wir spielen es zu zweit, perfekt. Und es gibt anscheinend auch verschiedene Mauern und so weiter. Also scheint ein kleines Labyrinth zu sein. Und vor allem soll sehr gruselig sein. This map is a horror map. Gruselig, bitte. Wir sind so männlich. Wir. Oh, ja. So. Auf jeden Fall darfst du vorgehen. Hey, wir müssen hier. Also bei mir jeder war da ja schon nichts. Mal ein sehr schlecht animiertes Zombie-Viech. Ah, sehr cool. Ein Tisch mit nichts. Drei Särge, Viper und Quinn. Polygraph? Wow! Was? Was war jetzt los? Was? Wieso bin ich tot? Was? Wer hatte ich echt jetzt dieses schwebende, verkohlte Leichenviech, das da aus diesem... Sehr cool. Ich bin tot. Was war das? Ah, wahrscheinlich war deswegen schon hier der Sarg für dich, aber hier steht halt nirgendwo Ördel drauf. Anscheinend müssen wir noch einen Sarg für dich anfertigen. Aber du lebst ja wieder, von daher. Zufällig, ja. So. Ach du Heilige. Ich war auf einmal tot, ich hab nichts gesehen, ne? Hier Null. Ist eine... Oh. Das sieht gruselig aus mit dem ich Auge. Ich würde sagen, da du gerade vorhin vorgegangen bist, gehe ich... Oh, ich weiß schon jetzt, dass hier irgendwas rausgesprungen kommt. Tür auf. Oh! Oh! Okay. Du bist gerade verschwunden. Oh ja, stimmt. Ha! Du bist weg. Und da ist ein ganz komisches Gesicht. Oh mein Fett. Oh. Okay. Okay, wo bist du? Okay, also. Könntest du kommen? Hier ist gerade eine neue Tür aufgegangen gegenüber von der, wo du rein bist. Ich geh mal hier lang. Oh, komm, wirklich. Ich hasse. Wow! Oh oh. Fuck. Es blinkt gerade alles rot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach du heilige Scheiße. Hier sind gerade Totenköpfe von der Wand gefallen. Ich nehme mir jetzt eine Waffe, ey, das könnt ihr so vergessen. Hey. Okay, ich bin in einem Raum voller... Fuck, wo bin ich jetzt? Ich weiß es nicht. Wo? Ich meine, wir spielen die Karte zu zweit? Oh nein. Ey, ich bin hier irgendwo ganz gruseliges. Oh nein, hör zu. Ah, okay, was zum Pferd? Okay, bei mir ist gerade ein Bett ziemlich besessen geworden. Ich bin in irgendeinem fucking Labyrinth. Moment. Wow, und bin teleportiert worden. Wow, ja. Wow. Ach, das bist du. Wieso bist du auf einmal da? Ah, sehr cool. Und weil ich ein Skelett war, habe ich ihn erschreckt. Ja, genau. Du bist ein scheiß Monster. Ah, oh, zum Glück sind wir wieder zusammen. Aber wieso bin ich auf einmal hier? Ich bin auch einmal in diesen Raum gekommen. Wie kommst du da hin? Ich wurde teleportiert. Ja, ich auch. So, die andere Tür war verschlossen, ne? Also da lang. Ja, du darfst vorgehen, komm. Im Blutfleck hinterher. Ja, ich darf vor. Ich habe die Schrotflinte. Eben. Hier ist eine Leiche. Wow, hinter dir! Wow, okay. Ach, langweilig. Oh ja. War ja nix. Ich meine, jetzt ist die andere Tür auf, oder? Ach, verdammt, wollte ich erschrecken. Wahrscheinlich. Oh mein Gott! Das war doch ein ganz normaler Typ, oder? Na und? Er ist vor mir aufgepoppt wie ein kleiner Mongo. Oh ja. Hey, zwei Türen! Ich geh rechts, du gehst links. Ich glaube, da ist so viel aus. Das haben wir gar nicht.
Bist du tot? Nein, ich lebe noch. Also seelisch bin ich tot. Ja, die Leiche ist bloß gesprungen oder was? Ja, voll langweilig. Pff. Geh halt auf. Runterspringen! Ich will nicht runterspringen. Die Tür mag dich nicht. Komm, spring runter. Los! Okay, dann spring ich. Tja, ich komm nicht runter. Okay, doch. Was? Doch. Ach so. Ich hätte gedacht, du kommst jetzt echt nicht runter, weil die Tür wieder zugegangen ist oder so. Oh. Hä? Wieso geht die Tür nicht auf? Keine Ahnung. Warte, geht's bei der anderen? Hier ist keine Tür. Okay, warte. Oh! Ach, das sollen wir kaputt machen. Aha! Ups. Jetzt hat's. Okay, ganz komisches Gesicht. Oh nein. Nein. Oh. Nein. Oh, ich bin auch wieder woanders. So. Aber wir sind zusammen, das ist ja schon mal okay, was. Okay, warte. So, jetzt hat. Muss man hier schon wieder no-clippen, dass es funktioniert. Okay, okay, du darfst vorgehen, bitte. Willst du zerhacken? Hm? Nein! Nein, Ördl. Was? Oh nein. Oh nein, wir sind schon wieder getrennt. Oh, das hat sich ein Gang geöffnet bei mir. Dieses Spiel ist doch echt der Hit. So individuell. Oh Mann. So eine individuelle Horrorerfahrung. Hey, cool. Hey, bei dir. Hey. Au, da bist du. Oh. Oh ja, komm. Hi. Aha, sehr gut. Hä? Also, das verwirrt mich voll langsam. Oh, ey, ich sag dir, diese Nebengeräusche, die sind ja echt der Brüller. Da könnte ich ja kotzen. Oh, warte, hier. Sehr gut. Also, zeig. Wow. Ey, ich bin so happy, dass wir Waffen dabei haben, ne? Ach, verdammt, kann ich schon wieder nicht erschrecken. Okay. Da hängt schon wieder eine Leiche. Oh nein. Ah, ist doch wurscht. Oh, sie ist weg. Und dahinter ist einfach nichts. Dahinter ey, fuck, das ist ein richtig. Jetzt geht's hier erst richtig los. Das ist ein Labyrinth, ey. Okay, links und rechts. Wo gehen wir? Rechts. Alles klar. Immer der Nase nach. Da hängt schon wieder einer. Ja. In der Tat. Ist das hier so eine Art Gefängnis oder was? Anscheinend. Da geht's auch noch weiter. Wo? Was ist denn da? Oh ja, stimmt. Eine schwebende Zeitung. Wie gruselig. There are numbers on this paper. Was? Also auf dem Blatt stand ein Zifferncode. Echt? Ja, 2517. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das fällt mir gar nicht, dass es jetzt rot wurde. Oh mein Gott, verdammte Kacke! Ich hasse dieses Spiel. Ich hab's zum Glück nur aus den Augenwinkeln gesehen. Da kommt was. Ah, 2517. Ach so, okay, wir haben automatisch den Code. Ja, genau, wir haben automatisch den Code. Autsch! Was war das schon wieder? Oh, der Ton ist ganz weg. Bei mir ist der Ton ganz weg. Also... Bei mir ist es auch total still. Ah, das ist doch... Ja, jetzt wird's endlich mal hier... Oh nein. Was ist das jetzt für ein Raum, ey? Man soll im Licht bleiben. Stay in the light. Aha. In welchem... Hier ist doch kein Licht. Machen wir das Licht aus? Ah, doch, hier. Da ist irgendwie heller. Ah nein, hier ist es hell. Aha. Okay. Und jetzt? Oder nee, ändert sich vielleicht der Boden? Ich versuche mal was zu prügeln. Okay, ne? 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 Vielleicht ich glaube kaum. Ich glaube, es ist vielleicht war es ein Hinweis auf. Wir waren ja. Man konnte ja noch rechts und links gehen. Wir sind rechts, also gehen wir mal links. Sehr gut. Vielleicht. Ja, oder es war halt ein Rätsel in dem Raum, ne? Es war wahrscheinlich ein Rätsel. Weil hier geht's nicht weiter. Mysteriös. Hier kommen wir her, ne? Ja, genau, da sind wir hergekommen. Okay, dann müssen wir Licht bleiben. Ist hier irgendwas noch Lichtiges? Bist du ein Licht? Nee, der Typ ist kein Licht. Okay. Komm hier lang, Mann. Mann. Sonst knall ich die Shop. Was ist denn das für ein Ton hier? Im Licht bleiben. Okay, da war der Code. Ja, also wir müssen anscheinend doch hier was machen. Hier, warte mal. Hier, was? Klar. Vielleicht ist ja noch was in den Boxen. Nein. Das ist viel zu ungruselig.
Ja, es ist viel creepier, in einem Raum ein Rätsel auszufechten. Okay. Wo soll man denn? Wo ist denn hier Licht? Meine kleinen Freunde, ich meine, hier ist Licht, aber. Stay in the light. Wow. Da muss die jemand wieder kreischen. Hier, kann tanzen. So Leute, hier geht's doch weiter. Stay in the Light war ziemlich. Oh mein Gott, hör auf mit diesem komischen Geräusch. Stay in the Light war vollkommen scheißwurscht egal, denn schaut mal hierher. Ja, so dämlich. Ich meine, wenn man das Licht ausmacht, dann sieht man das und wir hätten nur E drücken müssen. Oh Gott, so dämlich. Wisst ihr, wir schlagen die ganze Wand ab, wenn man irgendwas zerbrechen kann. Und da muss man Ja. einfach bloß E drücken, weil da eine versteckte Tür ist. Wir haben versucht, E ist gleich, nein, doch, MC Quadrat haben wir versucht, an diese Tür anzuwenden. Es hat nicht funktioniert. Oh Nee, nein. man musste Okay. nur E einwenden. Oh, das Licht geht aus. Haha. Oh ja, cool. Wow. Oh. Okay. Oh, okay. Du kleiner. Du steckst schon wieder. What? Just Okay. a dream. Where am I? Ach, kam das gerade bei dir? Ja, ich habe Ah, gerade so, schön. steckst du Okay, warte, fest? ich musste wieder Ah, okay. rausglitschen. Ja, nee, ich hang an dir Oh, fest, also, ne? wow. Oh, wow. Ich hasse Gefängnisse. Es gibt nichts Schlimmeres als Gefängnisse. Naja, wenigstens hier drin. Du bist Ich hab. gestorben. Ich hab den Löffel abgegeben. Oh nein. Oh Okay, nein. Oh nein. Oh mein Gott, wie cool Oh, das ist ja sehr geil. Ich muss ja nicht mal hier. Zum Ah. Glück spawnst du hier, das passt ja. Richtig, eben. Lass mal Das kurz hier passt. reincrouchen. Oh nein, da Oh kann man nein, da gehe ich erstmal runterspringen. nicht hin. Ich will Nee, erstmal hier die nee. Tür angucken. Lass mal die Tür probieren. Geht sogar. Oh, die gefällt mir einfach. Gar out. Oh, oh nein. Oh nein. Oh nein. Na Oh doch, nein. ich gehe in die blutige rein. Habe jetzt Bock drauf. Ah, siehst du. Gerade eben war die offen. Tja, jetzt nicht mehr. Alter, das wird gerade voll groß hier. Kann es. Oh, da geht ein Telefon! Soll ich jetzt. Ich geh mal ins Telefon. Vielleicht ist Bitte. ja Pizza Service dran. Oh Gott, es klingelt. Hallo? Witzbold. Aha. If you show any sign of resistance to comply, I can kill you if I want. It's your choice. Do we have an agreement? Good, good. Now, to get through the door, you have to enter a secret code. Listen carefully. The code is 2147. 2147. After you pass it, I'm going to ask a small favor of you. See you on the other side. Aha. Naja, interessant. Irgendein Typ, der anscheinend hier der Boss ist und der uns umbringen könnte, wenn er Bock hat, und einen Code mit 2147 und. Wir sollen genau machen, was er sagt. Ah. Oh. Und jetzt kommt eigentlich erst die zweite Map, wo wir gedacht haben, dass wir sie vielleicht automatisch jetzt aktivieren Oh, müssen. jetzt warte mal, jetzt lass uns mal zurückgehen, lass uns mal in dieses Löchlein springen. Einfach nur so rein aus Interesse. Ja, weil wir jetzt wissen wir ja sowieso, dass wir die andere einsetzen müssen, Ah, ne? badum. Aha, und hier wird wahrscheinlich dann die nächste ansetzen. Oh! Oh! Bist du auch Oh! gestorben? Ja. Ah, okay, es war eine Falle. Ah. Okay, also es war falsch. Wir müssen wirklich die nächste Map laden. Ja Nee, aber gut, dann ist mache cool. ich meine, ich mache das mal kurz, oder? Ja, klar. Aber Aber? da machen wir einen getrennten Part für. Ach, tatsächlich? Okay. Ja, doch, würde ich schon sagen. Das ist ein wunderbarer Cliffhanger. Gut, dann bleiben wir da so stehen und verkacken und hoffentlich im nächsten Level nicht genauso und finden richtig. versteckte Türen auf Anhieb. Richtig, aber jetzt warte mal, jetzt warte mal. Das Video ist zu kurz und die Zuschauer, die wollen was sehen. Ich würde sagen, Wir haben doch noch die Aufnahme von vorher. jetzt warte mal. Jetzt warte mal. Wir Wir sind schon über eine Viertelstunde. müssen einen Cliffhanger machen. Wir müssen einen perfekten Cliffhanger machen.
Okay, dann lass mal die nächste zumindest laden. Richtig, und dann erhaschen wir etwas, was irgendwann kommt. Ah, okay, also es ist tatsächlich da und das Telefon geht schon wieder. Dann, okay, nee, wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Genau, also machen wir hier nächstes Mal weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere kranke Reise im Todeshaus weitergeht, dann einfach das nächste Video gucken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's gefallen und wird mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Exactly. Ja. Also, gehabt euch wohl. Jo, tschüssi!